Es besteht kein Zweifel, dass Max Beckmann der deutsche Geschichtenerzähler in der Malerei ist. So ist auch dieses Bild vielschichtig. Es ist eine Bühne, ein Theater. Vorne der Clown, daneben noch ein kleiner Clown mit der Krampe. Dann zwei Damen im Hintergrund. Das Ganze sehr eng zusammengezogen. Also, was passiert eigentlich auf diesem Bild? Wir wissen, dass Beckmann seit Anfang der 20er Jahre die Personifizierung des Clowns als ein sehr wichtiges Moment gesehen hat. Er schlüpft sozusagen in die Rolle, der Clown wird sein alter Ego. Und so ist es auch hier, kurz am Ende, das weiß er noch nicht, er wird etwa 4 Wochen nach Fertigstellung des Bildes sterben, dass er hier praktisch eine Art Vermächtnis nachsieht. Er, der Clown, schaut nochmal zurück auf die Welt. Er ist eigentlich fröhlich, ironisch, er macht sich lustig. Und die beiden Damen im Hintergrund? Es ist kompliziert bei ihm. Es ist wie in den Triptychen. Man weiß nie genau, welche Bezüge er hat. Es kann Zeitgeschichte sein. Es kann etwas sein, was er gerade erlebt hat, das er nochmal eben in seinen Bildern festhält. Es können Freunde sein, Freundinnen sein. Alles ist möglich. Es ist wie bei Thomas Mann, der auch aus dem täglichen Leben seine Romane, seine Geschichten geschrieben hat. Und so tut es auch Beckmann. Endlich, 47, gelingt ihm die Passage in die USA. Er wird eingeladen in St. Louis an der Akademie zu unterrichten. Das dauert aber nur ein Jahr. Und dann ist er wieder frei. Er reist durch Amerika, ist an vielen Orten und landet wieder letztendlich in New York. Wer ist denn nun die rechte Frau mit der Krone? Ist die Freiheitsstatue, die vielleicht da ist, aber sie zeigt den Finger. Das ist ja ganz wichtig. Wo soll er denn hingehen? Sie sagt eigentlich, die USA hat dir auch nicht das Glück gebracht. Eigentlich ist es Europa. Eigentlich ist es Frankreich. Eigentlich ist es etwas, was er in den USA leider nicht erreichen konnte. Und darüber sinniert er.